grundsätzlich wird empfohlen, dass man eine Konsistenzprüfung vornehmen sollte. Wenn wir jetzt die Konsistenz bestimmen wollen, gibt es mehrere Möglichkeiten, das durchzuführen. Messtechnisch heißt, wir haben einen definierten Versuchsaufbau, wo wir letztendlich die Konsistenz bestimmen wollen. Bei besonders extremen Witterungsbedingungen, wie zum Beispiel es ist sehr warm draußen oder sehr kalt, dann verhält sich mein Fischbeton natürlich auch ganz anders als beispielsweise bei 15 oder 20 Grad Celsius. Um denen Rechnung zu tragen, wird empfohlen von unserer Seite, dass man da speziell genau zu diesen Temperaturbereichen gesondert nochmal die Konsistenz bestimmt. Wann müssen wir diese Untersuchung denn eigentlich durchführen? Immer zu Betonierbeginn oder wenn ich zum Beispiel Prüfkörper herstelle, um danach die Druckfestigkeit bestimmen zu wollen. Die Konsistenz ist das maßgebliche Kriterium für die Verarbeitung und für das Fördern des Betons. Das heißt, wenn ich eine falsche Konsistenz bekomme, kriege ich Probleme beim Pumpen des Betons, beim Einbauen und Verdichten des Betons. Und insofern kommt der Messung der Konsistenz einer hohen Bedeutung zu.